Der Woods bei Let's Play Rise of the Tomb Raider in der Baba Yaga DLC. Wir hängen hier ein bisschen fest. Ich muss zugeben, offscreen habe ich mal so einen schweifenden Blick kurz drüber gelassen und hätte eine kleine Idee geboren. Nur eine. Was wäre eigentlich, wenn ich jetzt hierher gehe? Ja. Das wird nicht funktionieren. Okay. Ich muss sie ein bisschen noch anders drehen. Weil ich habe keine Ahnung, wie ich sonst darüber kommen soll. Das schaut ja nicht schlecht aus, oder? Könnte man mal probieren. Weil ich kann ja nämlich das Seil jetzt benutzen, um raufzukommen. Nur, ich möchte jetzt zuerst probieren. Das heißt, das wäre so eine Aktion, schnell laufen. Nein! Wahrscheinlich rutscht es jetzt ganz rauf. Kann das sein? Ja. Noch einmal. Nee. So. Also nochmal. Gut. Stehen sie parallel und in dieser Position. Nein! Das war zu weit. Ah, verschossen im Pfeil, weil ich mich so drauf konzentriert habe. Ich hoffe, das funktioniert, mein Plan. Ah, so, es steht parallel. Und jetzt. Gut. Könnte ja hinhauen, oder? Schauen wir mal einfach. Oh Mann, ob sie das dann ausgeht. Da müsste man wirklich ganz, ganz schnell sein. Aber es könnte funktionieren. Nein. Das darf mir auf keinen Fall passieren. Erst! Lara! Jetzt reißt die mal zusammen. Oh! Also zurück gibt's dann nur den Weg nach unten. Gut. Wissen wir das auch. Aber es, glaube ich, wäre die Lösung. Ich glaube es nur. Weil das geht so verdammt schnell retour. Uiuiui. Naja, wir können es nur probieren. Los geht's. Ja. Dann jetzt. Lauf. Ja! Ja! Ich bin oben, Nadia. Bin fast da, direkt hinter dir. Geh ja nicht ohne mich weiter. Nö, mach mir ja. Überhaupt nicht. Oh, shit. Ist aber ein Hebel. Das Haus? Die Hexe hat den Aufzug die ganze Zeit laufen lassen. Sie hat sogar Verbesserungen vorgenommen, aber ich glaube, die Seile überstehen nicht mehr viele Fahrten. Eine reicht auch völlig aus.
2. Ich möchte gern wieder runter. Okay. Krasses Drehteil. Versuche, den Hebel auf der Plattform zu ziehen. Ja. Mori, war das mal eh eingefallen. Nö. Der war's nicht. Oder? Doch, wir fahren. Krass. Deine Hexe ist clever. Alles im Tal ist so aufgebaut, um den Mythos von Baba Yaga zu erwecken. Und der Pollen erledigt den Rest. Als ich den Aufzug das letzte Mal sah, war er völlig anders. Was hast du gesehen? Wie die Legende sagt, ein Haus auf riesigen Vogelfüßen. Aber ohne Pollen ist es nur ein alter Apparat. Tut mir leid. Ich habe Großvaters Geschichte geglaubt. Sie ist Russin. Sie kennt den Mythos sehr genau. Nadja, dein Großvater weiß womöglich, wer sie ist. Du sagtest, er war Gefangener im Gulag. Nein, so habe ich das nicht gesagt. Großvater war eine Wache. Meine Großmutter war die Gefangene. Sie war eine brillante Wissenschaftlerin und sie sollte draußen im Tal etwas in den Ruinen suchen. Aber dann kam die Hexe. Großvater hat sich nie verziehen. Die Hexe zu töten, bringt sie nicht zurück. Aber ich verstehe es. Hoffentlich erreichen wir ihn rechtzeitig. Jo. Und es ist trotzdem, ich glaube immer noch, das hat die Großmutter gefallen. Bin immer sogar ziemlich sicher. Jetzt noch weiter? Ja. Oh, Mann. Hallo. Oh, aber Basislager. Ja, ein Basislager. Nadja, komm schnell. Nein. Oh, Nadja? Wie? Oh, es ist der Pollen. Hier, lass mich. Opa, kannst du mich hören? Ich wollte... Ich konnte sie nicht retten. Ich wollte es. Shh, alles in Ordnung. Ich bleibe bei ihm, Lara. Es ist Zeit. Du hast nur noch eine Dosis übrig. Nutze sie gut. Die Hexe besiegen. Okay. Will ich das denn? Sie muss drin sein. Jetzt wird's ernst. Machen wir mal ein paar Pfeile. Jo. Ich glaube nicht, dass es eine Hexe gibt, aber anscheinend vieles. Team Bravo, die vermissten Soldaten. Sie sind hier. Oh, oh. Oh, oh. Sie ist es. Sie war es immer. An den Rändern, im Dunkeln, immer da. Sie... Wegen ihr sind wir hier. Wir wussten es bloß bis jetzt nicht. Sie ist das Zentrum der Welt. Sie lässt den Nebel wirbeln und unseren Verstand ersticken. Sie kann uns Klarheit geben. Sie sagte ihren Namen, Baba Yaga, und unsere Wunden heilten. Mit einem anderen Wort riss sie uns wieder auf. Wir sind nichts und gehören ihr. Wir werden tun, was sie befiehlt. Dafür sind wir bestimmt. Oh, oh Gott, was hat sie mit ihnen gemacht? Nichts wirklich Gutes. Ja, ich habe erst am Pfeiler gebaut und da liegen sie jetzt. Oh, shit, ich. Ja, das war's mit zurück. Nehmen. Ach, schwindelig. Nein, ich brauche das letzte Gegengift. Ja, dann nimm's dir. Schon mal auf die Idee kommen. Der letzte Rest. Oh, nein!
Tot bist, dann wirst auch du mir dienen. Gomorra meino Godesso. Rea Masero. Das sind nur Männer. Du schaffst es. Eieiei. Es ist natürlich überhaupt nicht gut. Alter! Ich glaube nicht, dass das nur Männer sind. Komm schon. Jetzt. Ja genau, Alter. Sonst geht's noch. Komm her zu mir. Verdammt. Au, 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 au. Es war noch zu früh. Ja, aber wie? X-Ratto! Ratto, bist du? Du Ratto! Dacht dann nochmal auf. So eine Bestie. Ah, oh, das sind nicht gerade meine Kämpfe. Nix da. Du passt gar nicht zu lachen. Scheiße, sie wird das Seil durchschneiden. Sie macht's trotzdem. Das gibt's doch nicht. Jetzt komm näher, komm näher, komm näher, komm näher, komm näher. Jetzt komm! Ja! Hat zwar ein bisschen mit Verzögerung, aber... Nix da. Scheiße, sie wird das Seil durchschneiden. Schön da bleiben. Genau, schön da bleiben. Was jetzt? Au, verdammt, das funktioniert nicht. Ups. Ich hab das schon mal benutzt, da geht's nicht mehr. Okay, da ist der Hebel. Oh, shit. So. Scheiße, ich würde das Seil durchschneiden. Nix da. Du schneidest kein Seil durch. Sie darf das Seil nicht durchschneiden. Jetzt komm! Yeah, komm schon! Und jetzt? Und jetzt? Irgendwo sollte ich doch da. Nix da, Kita. Oh, wow, wow. Und jetzt weiter. Da geht's weiter. Ratto! Ratto! Ratto. Weiter! In Ruhe! Die mit deinen Feuerpfeilen.
Hallo, Ratto. Du bist der Ratto. Du bist Ratto. Los, weiter, verdammt. Warum habe ich so blöd das Gefühl, dass ich genau in der Falle laufe? Wusste ich's doch. Ciao. Und jetzt. So, das war's für mich. Die Rache. Okay. Das schaut eher nach einer Falle aus. Ich bin gespannt, was das am Schluss ist. Gegen wen ich kämpft hab. Uiuiui. Nächster. Jetzt, lasst es mir in Ruhe. So. Ratto. Jetzt wirst du gleich ein Ratto da leben. Was ist die K? Nix gibt's. Jawohl! So geht es! Und jetzt? Du kannst mir mit deinem Kita. Okay, Kita ist nicht gut. Nee. Gar nicht gut. Da bin ich her. Du mit deinem Ratto, du bist selber ein Ratto. Anscheinend muss ich da runter. Bin ich mir da sicher? Eigentlich nicht, aber bitte. Uiuiui. Er schießt eigentlich immer mit diesem blöden. Wie ist das mit dem Feuer, gell? Alles voll. Das war. Hochintelligent, Lara. Und jetzt bin ich verpackt, oder was? Ich komme nämlich irgendwie. Okay. Ich komme irgendwie aus dem Wasser nicht raus. So. Komische Kameraeinstellung. Na gut, ich bin ja auch verwirrt. Oh. Hey, Ratto! Und jetzt? Wie lang soll das noch weitergehen? Okay. Ich sehe hier nichts. Arues. Lass mit dir abschießen. Na, bringt mir gar nichts. Okay. Gut. Was war das jetzt? Ah! Ersthaft! Super! Ich glaube, ich müsste da her. Oder auch nicht. Ja, genau. Sonst ist alles Roger, hä? Das verdammte Feuer. Ja. Das ist natürlich nicht so leicht. So. Weiter im Text. Jetzt hör auf mit dem Ratto, du Ratte. Warum habe ich das Gefühl, dass mir das nicht helfen wird? Oh, doch. Das war, glaube ich, nicht so geplant. Ja, sonst aber.
Friss meine Kugeln. Ich wollte endlich nicht fressen. Du, Ratto? Da unten ist dann der Auslösermechanismus. Gut, 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 gut. Dann komm her. Jetzt hab ich dich. Depperte. Bleib unten. Nix da. Lara. Lara, hörst du mich? Ich bin gerade beschäftigt. Großvater ist wach. Er sagt, sie ist es, Lara. Die Hexe ist meine Großmutter. Sie lebt. Bitte, du musst. Vielleicht kommen wir zu ihr durch. Wir müssen es versuchen. Ich tue, was ich kann. Aber das muss ein Ende haben, Nadia. Wir kommen das Wetter. Das war mir klar, dass das die Großmutter ist. Erst, du kannst mir mit deinem Ratto. Betrifft doch auch jedes Mal. Ich hab grad irgendwie das Problem, dass ich nicht weiß, wie ich da raufkomme. Das glaube ich, wird es nicht sein. Muss ich da zuerst irgendwie umeinander hupfen, ne? Okay, ja, anscheinend. Hä? Das war verdammt knapp. Das gibt's doch nicht, Havara. Okay. Den habe ich mal weg, gell? Das war da. Ah. Hey, bleib süß. Bleib geschmeidig. Na, super, ey. Dieser Brennerei, das ist überhaupt nicht gut. Ja. Ah, spannend, da geht's weiter. Ja, Geronimo! Du brennst schon ganz gut. Oh, da hinten schon wieder. Was ist da jetzt da noch mehr? Ich glaub schon. Du kannst mir mit dem Theater. Was hab ich denn da in der Hand? Ah, ja. Kommt schon. Okay. Nein! Alter Schwede, kommt schon. Wir können ein paar so nerven. So, haben meiner jetzt dann wenigstens das Lebenslicht ausgeblasen. Die sind ganz schön viele. Ich hoffe, das ist jetzt der letzte. Ja. Wie weit geht denn das noch auf? Das ist ja Wahnsinn. So, meine liebe Hexe. Ups. Nix Ratto. Nein! Ja, danke. Ich habe nur die falsche Waffe ausgewählt.
Das gibt's doch nicht. Jetzt aber. Scheiße! Sie wird die Seile schneiden. Sie darf das Seil nicht durchschneiden. Komm schon, Ratto! Komm schon, du kleine Ratte! War das wirklich das Letzte? Bitte sag, ja, das schaut wirklich gut aus. Die Oma. Allegato. Stopp, es reicht. Ich weiß, wer sie sind. Ich kann mir kaum vorstellen, was sie tun mussten, um zu überleben. Du hast keine Ahnung. Es ist jetzt vorbei. Sie müssen nicht mehr auf diese Weise leben. Seraphima. Etoti. Aber du bist tot. Sie sagten mir, du wärst tot. Kommt sie wieder in Ordnung? Ich weiß es nicht. Aber es wird nicht einfach. Für keinen von euch. Familie ist halt so. Oh, ich weiß. Ich weiß. Vielen Dank, Lara. Für alles. Okay. Okay. Kommt da jetzt noch irgendwas, oder? Traumstachel. Pollenpfähle. Ihr Traumstachelbogen drängt ihre Giftpfähle mit halluzinogenen Pollen, die Verwirrung und Furcht unter ihren Feinden sehen. Neues Outfit verfügbar. Das schauen wir sich aber schon als Outfit. Moment einmal. Du bist jetzt Nadja. Das war's? Ich schaue mich noch ein wenig um. Vielleicht bringe ich einige von ihren Sachen zurück ins Dorf. Vielen Dank, Lara. Wir sehen uns bald. Das war alles? Ja, dann schauen wir sich noch die Ausrüstung an, auf jeden Fall. Nadias Großeltern, im Gulag voneinander getrennt, sind wieder vereint. Sie haben alle einen langen, beschwerlichen Weg vor sich. Seraphima hat so lange die Maske der Hexe getragen. Ich weiß nicht, ob sie je wieder ganz in diese Welt zurückkehren kann. Und Ivan hat davon geträumt, die Hexe zu töten und seine verlorene Liebe zu rächen. Und doch waren beide ein und dieselbe Frau. Diese Wunde, die er jahrzehntelang getragen hat, wird nicht über Nacht heilen. Sie sind Überlebende. Das sind wir alle. Aber es wird schwer werden. An manchen Tagen sogar unmöglich erscheinen. Ich weiß es. Wenigstens haben sie eine Chance. Jetzt, da wir die Wahrheit kennen. Es mag nicht genug sein, aber es ist ein guter Anfang. Ja, wo kommen denn die Outfits daher? Sind die lebend? Boah, wenn ich das gewusst hätte. Ah, da ist die Geisterhaut. Die ist ja verdammt cool. Aber trotzdem, sind die Outfits cool? Ey, es tut mir leid, ich muss das nehmen. Es geht nicht anders. Na, ist das lebend? Das ist doch ein Dokument. Das schauen wir sie noch gar an. Wir beschlossen zu warten, bis der Winter vorbei war. Wir versteckten Vorräte, zeichneten Karten. Wir planten. Ich verschaffte ihr Arbeit, bei der sie in Gebäuden bleiben konnte. Sie half mir, Wege zu finden, die Mühlen des Gulags zu verlangsamen. Wenn ich einen hydraulischen Aufzug stilllegen konnte, bewahrte ich 100 Männer vor einem Tag in den Minen. Durchschnittene Zündkabel an ein paar LKW und die Spezialprojekte würden für eine Woche ausfallen. Ich ging größere Risiken ein, aber nachdem ich deine Großmutter getroffen hatte, konnte ich meine Augen nicht mehr verschließen. Wir wussten, dass das Kind unsere Flucht erschweren würde und sie verbarg es, solange sie konnte. Und dann, ohne Warnung, schafften sie sie fort. Unsere Tochter wurde einer Amme unter den einheimischen Gefangenen gegeben und sie brachten Seraphima in das Tal. Ich versuchte, sie aufzuhalten und kämpfte ganz offen.
Ich stand vor dem Transport-LKW, bereit zu töten, um sie zu retten. Aber es waren einfach zu viele. Ich schrie meinen Abschiedsgruß, als sie mich fortschafften. Ich weiß nicht, ob sie mich gehört hat. Hardcore. Echt hardcore. Ja, meine lieben Freunde, das war's jetzt mit Rise of the Tomb Raider. Das DLC ist fertig. Es war recht cool. Es gäbe hier sicher noch einiges zu entdecken. Irgendwann vielleicht einmal so offscreen ein bisschen. Weiß ich noch nicht ganz. War ein schönes DLC, hat mir ganz gut gefallen. War, wie gesagt, das gesamte Spiel nicht schlecht. War, ja, am Schluss doch etwas voraussichtlich. War aber ein harter Kampf, aber auch nicht zu hart. Der war schaffbar. Ich glaube, man hätte das wirklich früher schon machen können. Deswegen, also ich glaube, das war wirklich so geplant, dass man das machen kann, bevor wir eigentlich das Spiel durchspielen. Wir hatten keinen Haken gebraucht, wir hatten kein Atmungsgerät gebraucht, wir hatten eigentlich gar nichts gebraucht. Aber, wirklich schön, freut mich. Mal schauen, was jetzt als nächstes Projekt kommt. Wenn ihr irgendwelche Vorschläge habt, bitte schreibt es in die Kommentare dazu. Es gibt ja noch einen weiteren Teil. Der liebe Shadow of the Tomb Raider. Der wird aber noch sich ein bisschen gedulden müssen. Jetzt widme ich mich mal mit einem anderen Projekt. Mal schauen, was es ist. Ich weiß es noch nicht. Ich habe es dann 2 Tage Zeit, mich zu entscheiden. Hurra! Neben Schneiden und Rendern natürlich noch. Und arbeiten gehen. Hurra! Ja, auf jeden Fall, ich bedanke mich für alle, die Lara und mich auf dieser Reise begleitet haben. Und ich hoffe, wir sehen uns wieder. Lara und ich, wir treffen uns sicherlich wirklich im 3. Teil. Und wir vielleicht auch wieder beim nächsten Let's Play. Bis dahin sage ich vielen Dank fürs Zusehen. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss mit dir. Ciao mit da. Servus mit Vogel V.